Lieber Wolfgang, noch einmal sind wir hier zusammengekommen, um dich ganz fest in unsere Mitte zu nehmen. Alle, die dir im Leben so wichtig waren, alle, denen du im Leben so wichtig warst, denen du im Leben so viel bedeutet hast, die gemeinsame Erinnerungen mit dir teilen, gemeinsame Erlebnisse mit dir teilen. Wenn wir das Licht dieser Kerze neben dir leuchten sehen, dann möge dieses Licht nicht leuchten für unsere Traurigkeit, für unseren Schmerz, den wir empfinden, weil du gegangen bist. Nein, dieses Licht möge aus tiefster Dankbarkeit für dein Leben leuchten.
für all das Gute, was du in deinem Leben getan hast. Dieses Licht möge uns immer wieder neu an dich erinnern. Geschätzte Trauerfamilie, liebe Eva, liebe Martina, lieber Julian, liebe Freunde und Bekannte unseres lieben Verstorbenen. Wenn es heißt, wir sind hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen, dann hört sich dieses Wort Abschied für uns so endgültig an. Es hört sich so an, als ob jetzt alles aus wäre. Das ist aber nicht so. Wir sind heute viel mehr hierher gekommen, um dir, lieber Wolfgang, auf Wiedersehen zu sagen. Dieses Auf Wiedersehen sagen wir in unserem Leben fast täglich. Meistens völlig belanglos, ganz unbedacht, weil es für uns selbstverständlich ist, dass wir uns wiedersehen. Und dann geschehen Ereignisse, die uns treffen wie ein Schlag. Ein Mensch, den man geliebt, geachtet, geschätzt hat, ist von einem Moment zum anderen nicht mehr da. Einfach gegangen, ohne dass wir ihm dieses Auf Wiedersehen noch ganz bewusst sagen konnten. Ohne dass er dieses Auf Wiedersehen noch jeden ganz bewusst sagen konnte. Auf Wiedersehen. Aber wo sehen wir uns wieder? Wir wissen es nicht. Es wird auch niemand bei der Tür hereinkommen, der uns sagen kann, wo dieses Wiedersehen sein wird, wie dieses Wiedersehen sein wird und wann dieses Wiedersehen sein wird. Aber dieses Wiedersehen findet in jedem Moment statt, in dem wir uns an dich, lieber Wolfgang, erinnern. Das, was in unseren Herzen ist, das kann uns keiner nehmen, auch nicht der Tod. Das ist etwas Bleibendes. Und dass du dich, lieber Wolfgang, in die Herzen deiner Freunde und deiner Familie geschrieben hast, steht außer Frage. Nehmen wir uns nun die Zeit, jeder einzelne von uns, ganz persönlich, dieses Auf Wiedersehen zu unserem lieben Wolfgang zu sagen. Jeder so, wie er glaubt und hofft, dass dieses Wiedersehen sein wird.
Wir haben es gerade gehört, lieber Wolfgang. You're simply the best. Du bist einfach der Beste. In dem Lied heißt es, besser als der ganze Rest, besser als irgendwer, irgendwer, den ich je getroffen habe. Und diese Worte könnten eins zu eins von deiner Familie stammen. Genauso habt ihr von eurem Gatten und Vater geredet. Und wir werden es auch später noch in ganz persönlichen Worten von dir, liebe Martina, hören, die von wunderschönen gemeinsamen Erlebnissen und Erinnerungen erzählen wird. Wenn wir uns an dich als Menschen, lieber Wolfgang, zurückerinnern, dann sehen wir diesen großzügigen, liebenswerten, geselligen Menschen. Diesen Menschen, der überall gerne gesehen war, der sich selbst überall integrieren konnte. Ein Mensch, der nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Führungsqualitäten hatte. Ein sogenannter Macher. Ein Mensch, wo sich gerne andere Menschen angehängt haben. Vor 43 Jahren hat er seine Eva in der Disco kennengelernt und dich danach gleich dreimal angerufen, ob ihr Skifahren geht. Eine Liebe, die ganz tief gewachsen ist. Heuer hättet ihr euren 40. Hochzeitstag gehabt. Und dieses Versprechen vor 40 Jahren, immer füreinander da zu sein, in guten und auch in schlechten Zeiten, seid ihr bis zum letzten Tag treu geblieben. Euer Hochzeitstag war auch Wolfgangs Geburtstag. Was hieß, dass du, liebe Eva, auch manchmal an diesem besonderen Tag auf ihn warten musstest. Aber du hast das so schön gesagt, er war immer für eine Überraschung gut. Ob Blumen, ob eine andere Aufmerksamkeit. Er war jeden einzelnen Tag immer da für dich. Eure Familie war komplett mit der Geburt von dir, liebe Martina. Seine Familie. Seine Familie, für die er alles getan hätte. Und die Krönung dieser Familie, seiner Familie, war die Geburt seines Enkels Julian. Wenn wir dich, lieber Wolfgang, nun vor uns sehen, dann sehen wir diesen fleißigen Menschen. Diesen Menschen, der immer etwas zu arbeiten brauchte, der immer etwas tun musste. Ein wahrer Workaholic, kann man sagen. Manchmal im Stress, sogar statt dem Handy mit dem Wecker telefoniert oder den Müll in den Kühlschrank gelegt. Wir sehen aber auch diesen konsequenten Menschen, der sich selbst alles abverlangt hat. Im Gegenzug aber auch von allen anderen alles verlangte. Wir sehen diesen Menschen vor uns, der sich für andere eingesetzt hat, der ein Organisationstalent war und der auch seine Meinung kundgetan hat und sich nicht hinter dem Berg versteckt hat. Die Salzburger Nachrichten verlieren einen treuen und begeisterten Leserbriefschreiber. In allem, was du, lieber Wolfgang, getan hast, ob im Sport, im Gesellschaftlichen und vor allem im Beruflichen, kann man sagen, dass er ein extremer Mensch zu sich selbst gewesen ist. Du hast es zwar beim Inlineskaten und beim Radfahren immer gesagt, wer bremst, verliert, aber eigentlich war das sein Lebensmotto. Wer bremst, verliert. Und du hast wirklich in deinem Leben selbst wenig gebremst. Deine Gesundheit hat etwas gelitten durch deinen Lebensmarathon, den du gelaufen bist. Und die letzten zwei Wochen, in denen es dir nicht mehr so gut gegangen ist, weiß genau deine Familie, lieber Wolfgang. Dein Lebensinhalt, der bis zur letzten Sekunde bei dir war. Ein herzensguter, hilfsbereiter und ehrgeiziger Mensch hat seine Augen für immer geschlossen. In unseren Herzen wird er aber immer genau das sein, was er immer war. Ein wunderbarer Mensch,
der sich tief und fest in unserer Erinnerung verankert hat. Liebe Verwandte, Freunde und Bekannte, hier und auch vor dem Bildschirm, and good morning to our relatives and friends in Canada. Gerne möchte ich auch noch ein paar Worte über meinen Vater erzählen und ich hoffe, es ist mir so möglich. Andernfalls habe ich zum Glück ein sogenanntes Backup organisiert. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und euch ein paar Geschichten aus einer tief verbundenen Vater-Tochter-Beziehung berichten. Mein Kuschelbärli Daddy ist nicht nur mein bester Freund gewesen, musste oftmals mehrere Telefonate pro Tag mit mir bewältigen, sondern war er auch Vorbild, Mentor und in jungen Jahren mein Coach. Leider konnte er den heutigen Tag nicht mit mir proben und so ersuche ich, etwaige Fehler zu entschuldigen. Früher musste und durfte ich jedes Referat und jede Präsentation zigmal vor ihm proben, damit es rhetorisch perfekt ist. So wie auch er sich rhetorisch nur geringste Fehler geleistet hat. Mein Vater war zwar ein Workaholic, der oftmals etwas unsanfter an seine Pflichten als Ehemann und auch als Vater erinnert werden musste, jedoch hat dies unserer Beziehung niemals einen Abbruch getan. Wir haben uns immer irgendwie geeinigt. Und nun darf ich euch ein paar Erinnerungen mitteilen. Zum einen erinnere ich mich gerne zurück, als ich häufig meine Nachmittage im Büro meines Vaters verbringen durfte. Meist habe ich am Tisch hinter meinem Vater die Hausübung erledigt. An einem Tag habe ich leider in der Schule nicht gut aufgepasst und musste meinen Vater um Rat fragen. Er konnte mir bedauerlicherweise diese Deutschhausübung nicht erklären. Und so wurde einer nach dem anderen im Hause Käsebohrer damit konfrontiert. Niemand konnte uns helfen. Auch der Prokurist war sichtlich überfordert. Schlussendlich war es unausweichlich, meine Lehrerin anzurufen. Frau Piffer hat dann die Aufgabenstellung meinem Vater nicht nur geduldig erklärt, sondern ihn auch gleichzeitig zum Förderunterricht am Mittwoch eingeladen. Mein Vater war schlagfertig genug und hat ihr gleich einen Betriebsausflug der Firma Käsebohrer angeboten. Ja, mein Vater konnte zwar schlagfertig sein, aber musste auch fallweise einstecken und sich ganz selten geschlagen geben. In meinen jüngeren Jahren hat er vergebens versucht, mich sportlich dem Tennis näher zu bringen. Dies hat nicht nur mit einem verstauchten Knöchel meinerseits, der war auch noch in Gips gepackt, geändert, sondern auch einmal mit einem Volltreffer auf seinem Bauch. Er hatte einen mehr als faustgroßen blauen Fleck am Bauch davongetragen. Auch bzw. mehr hatte er mit den von mir verpassten grauen bzw. weißen Haaren zu kämpfen. Als Paradebeispiel nenne ich hier eine mit quietschenden Reifen durchgeführte Ehrenrunde im Kreisverkehr, wo er sprichwörtlich am Seitenfenster meines alten zusammengezimmerten Zweiergolfs gequetscht, nur noch geschrien hat, bleib stehen, lass mich weiterleben. Oder auch als ich mit 16 Jahren nach New York gereist bin, um dort das Millennium zu feiern. Da war das deutlich erleichterte Ausatmen bei meinem Telefonanruf ein Zeichen, dass er nun endlich den Fernseher ausschalten kann und eine kleine Verschnaufpause hat. Ja, auch bei meinem Ausgehen in Disco & Co. war mein Dad immer besorgt. Und jede Nacht oder auch morgen, wenn ich nach Hause gekommen bin, ist er aufgestanden, hat zwei Bacardi Cola eingeschenkt und wir haben noch entspannt über meinen Abend bzw. Nacht bei einer Zigarette gesprochen. Er war stets ein geduldiger Zuhörer und Ratgeber. Immerhin ist er in jungen Jahren ja auch ein gewaltiger Stritzi gewesen. Die Geschichten darüber sind legendärst.
Zum einen gibt es mehrere Versionen von einem in einer Nacht- und Nebelaktion vergrabenen Kugelpursche oder die Geschichte, dass er mit seinem Auto zu seiner eigenen Führerscheinprüfung gefahren ist. Naja, das Einzige, was mir bei den Geschichten zu denken gibt, ist die Tatsache, dass er in sehr jungen Jahren, ich glaube 15, 16 war, in einer Bar tätig war und häufig zur Sperrstunde die nicht mehr ganz fahrtüchtigen, angeheiterten Polizisten in deren Auto nach Hause gefahren hat. Tja, die Zeiten ändern sich und offensichtlich bin ich doch nicht in den großen Fußspuren meines Vaters in dieser Hinsicht gerecht geworden. Dankenswerterweise hat mein Vater ein unglaubliches Organisationstalent besessen, welches für mich oftmals mehr als hilfreich war. Hier könnte man schon sagen, dass ich Daddys Tochter bin. Immerhin bin ich mittlerweile auch schon mehr als 10-mal gesiedelt und bei fast jedem dieser Aktionen war er es, der mir hilfreich zur Seite gestanden hat und mit mir alles bewältigte. Insbesondere meine letzte Übersiedelung möchte ich hier noch erwähnen, denn diese war sicherlich mit mehreren grauen Haaren bewaffnet oder ja, behaftet für ihn, weil zu diesem Zeitpunkt musste er auch seinen Enkelsohn im zarten Alter von 2,5 Jahren in die Gleichung mit einbeziehen. Es war sehr amüsant. Mein Vater und mich hat vieles verbunden. Wir sind nicht nur Genussmenschen, sondern haben auch gemeinsam den Tauchschein im Februar 1996 in der Dominikanischen Republik erworben. Wir sind immer wieder gerne gemeinsam getaucht und haben uns gegenseitig unterstützt und aufeinander aufgepasst. Egal, ob ein Barracuda, Hai oder sonstig Giftiges so unterwegs war. Aber über unseren Tauchguide in Gran Canaria und die Story dazu muss ich jedoch schweigen. Aber wenige wissen, was ich meine. Unsere letzten beiden gemeinsamen Reisen zu unseren Verwandten nach Kanada haben wir sehr genossen. Bei mehr als 2400 Kilometer Autofahrt innerhalb von nicht mal 10 Tagen plus dem langen Transfer von Salzburg nach Edmonton. Naja, abgesehen von der Tatsache, dass wir schon fast ein Würfel waren von vielen Sitzen, hatten wir wirklich mehr als ausreichend Zeit, um miteinander zu reden. Den Fauxpas, dass ich im sogenannten Regenbogenviertel von Vancouver ein Hotel gebucht habe und mein Vater dort unglaubliche Flirtchancen hatte, wurde mir zum Glück auch nachgesehen und schlussendlich verziehen. Die Autofahrt über den Highway Through Hell hat mein Vater auch toll gemeistert. Er war ein herausragender Autofahrer, der früher problemlos mit Zigarette und Handy sicher in der Stadt unterwegs war. Über die 275 km/h, welche er mit mir nach Ulm am Tacho hatte, reden wir jetzt besser nicht mehr. Die Wiener Exekutive und die Verkehrsteilnehmer in Wien waren sicherlich immer gefordert, da er jedem plausibel erklären konnte, dass er sehr wohl laut seinem Autonavigationssystem hier in der Einbahnstraße gegen die Einbahn fahren durfte und auch konnte. Es war wundervoll zu beobachten. Einmal hat mir mein Vater erlaubt, einen Tag bei ihm in Wien zu verbringen und einen normalen Wahnsinnsarbeitstag still zu beobachten. Es war genial. Es war Wahnsinn. Auch durfte ich ihn 2-mal zu seinen Seminaren begleiten. Hollabrunn im Winter war zwar eine Katastrophe, aber die Woche in Kärnten dafür ein Traum. Es war schön und toll, ihm dabei zuzusehen. Ich danke, dass ich diese Zeit mit ihm verbringen durfte. Seine letzte große Tat vor seinem Krankenhausaufenthalt war nicht nur das freiwillige Entleeren meines Staubsaugerroboters, sondern hatte noch liebevoll und fürsorglich meinen Kühlschrank mit 6 Flaschen Desperados-Bier bestückt. Immerhin haben wir beide als Genussmenschen auch immer wieder gerne mal ein oder mehrere Gläschen getrunken und vor allem auch mit Hochgenuss köstlich gespeist.
Für meinen Sohn Julian war mein Vater ein richtiger Opa. Insbesondere die gemeinsamen Ausflüge mit dem Fahrrad, meist zur Eisdiele, werden Julian sehr fehlen. Als Julian 2,5 Jahre alt war, durften meine Mutter und ich einen Muttertag auswärts verbringen. Währenddessen hat mein Vater sich um sein 2,5 Jahre altes Enkelkind gekümmert. Da war mein Vater ganz schön gefordert und hatte ordentlich zu tun. Schlussendlich ist Julian auf dem Bauch von seinem Opa eingeschlafen und mein Vater hat sich nicht mehr getraut, sich zu bewegen, bis er das erlösende Geräusch des Schlüssels und das Retourkommen von meiner Mama und mir vernommen hat. Der Blick von ihm wird unvergesslich bleiben. Und egal, wie weit wir auch voneinander entfernt waren, wir konnten uns immer gegenseitig auch mal so richtig aufregen und dann wieder zueinander finden. Zukünftig betrachtet werden wir uns in unseren Gedanken und Träumen treffen, um miteinander zu quatschen, kuscheln, tauchen, reden, diskutieren und alles tun zu können, was wir wollen. Hoffentlich werden wir es meist mit einem Glas Cuba Libre tun. Lieber Kuschelbärli Daddy, ich danke dir von Herzen. Danke auch an euch und dass ihr heute hier anwesend seid. A very special thank you to our Canadian family and friends on the screen. Bitte behaltet meinen Vater in guter Erinnerung und er wird weiterhin in unseren Herzen lebendig bleiben. Danke. Ich möchte nur kurz ein paar Worte sagen. Lieber Wolfgang, wir haben eine wunderbare Zeit beim Moskus miteinander verbracht. Einer der besten Führungskräfte, was ich in meiner Zeit beim Postbus erlebt habe, wollte mich für die Garage Mauerbach und Hütteldorf recht herzlich bedanken bei dir. Es war eine wunderschöne Zeit mit dir. Alles, was wir lernen haben können, war nur mit dir möglich. Alles andere, was jetzt nachgekommen ist, ist leider Gottes nicht das. Gott sei Dank bin ich nicht mehr dabei. Und Wolfgang, danke vielmals, dass du mir dein Elternhaus verkauft hast. Und ich werde es in dir enthalten. Danke, Wolfgang. Stehen wir nun auf und gedenken in Stille unseres Verstorbenen. Wolfgang, beim Aufgang der Sonne und bei ihrem Untergang erinnern wir uns an dich. Beim Wehen des Windes und in der Kälte des Winters, beim Öffnen der Knospen und in der Wärme des Sommers, beim Rauschen der Blätter und in der Schönheit des Herbstes erinnern wir uns an dich. Zu Beginn des Jahres und wenn es zu Ende geht, wenn wir müde sind und Kraft brauchen, wenn wir verloren sind und krank in unseren Herzen, erinnern wir uns an dich. Wenn wir Freude erleben, die wir so gerne teilen würden, erinnern wir uns an dich, Wolfgang. Solange wir leben, wirst auch du leben, denn du bist ein Teil von uns, wenn wir uns an dich erinnern. Das Kreuz sei aufgerichtet über dir zum Zeichen der Hoffnung, zum Zeichen der Liebe, die du deiner Familie geschenkt hast, zum Zeichen der Liebe, die du selbst in deinem Leben erfahren durftest.
Von der Erde wurdest du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Staub zu Staub, Asche zu Asche. Du aber wirst in unseren Herzen weiterleben. Sogno all'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostrare tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Time to say goodbye. Sogno all'orizzonte manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Io sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Adesso si vivrò con te.